Allerdings von oben bestimmt. Wir könnten noch mal schauen, ob wir in diesem großen Gebäude jetzt noch irgendwo hinkommen. Wir sind jetzt ja im Prinzip einmal an der Seite dran vorbeigegangen, wenn man so will. Okay. Reicht da rollen oder kommen wir irgendwie da hoch? Also oben führt eine Brücke dorthin. Ich weiß nicht, ob das so geht. Na gut, von der kommt man. Das ist dann wiederum die Fallhöhe wahrscheinlich zu hoch. Es gibt doch hier dieses hier Dark Sein, oder? Das zieht uns jetzt nicht Max HP ab, oder? Also, jetzt keine Lust, jetzt so einen Heimkehrknochen zu benutzen. Und die 200 Seelen, die wir haben, sind ja nun egal. Das würde ich schon nochmal probieren. Einfach nur von oben rollen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie garantieren kann, dass man diesen Sprung macht und sich dann nicht rollt, wenn man ankommt. Wir könnten uns theoretisch noch leichter machen, aber dann rollen wir wahrscheinlich noch weiter weg. Ja, du scheinst ein Talent dafür zu haben. Wir können uns einfach nur rollen, aber dann ist es vielleicht zu kurz. Ich weiß nicht, wenn man sofort dort drücken könnte. Also es gibt kein Dings hier von uns, können wir jetzt nicht wieder aufsammeln. Ist ja auch egal. Schon gesagt, wegen 100 Seelen jetzt. Weiß nicht, wie das so gedacht ist, aber mir kommt es jetzt halt so vor, als ob man halt theoretisch die Möglichkeit hat, da zu landen oder es halt vielleicht ein bisschen Glück haben. Irgendwann wird auch der Kerl hier weg sein. War nicht darauf vorbereitet, dass du dich nicht selber umbringst. Können wir von hier aus noch springen? Das ist wesentlich anders, aber man könnte ein bisschen einen anderen Winkel oder so probieren. Sowas vielleicht. Ja, rollt sich halt dann immer drüber. Wie schon gesagt, reiner Rollgeschichte erscheint mir halt so, als ob das dann nicht weit genug wäre. Aber man wird nicht mal geheilt. Gut, wir haben bis jetzt keine HP verloren, und daher uns das jetzt nicht aufgefallen. So, gut, man sitzt halt nicht automatisch gleich an den Leuchtfeuer dran, sondern das hast du ja nochmal hinbekommen. Ja, das dachte ich mir nämlich. Das sind dann wieder nicht unbedingt die Gegner, die uns besiegen. Aber wie schon gesagt, von ganz da oben, von der Brücke aus, ist es, denke ich mal, zu hoch. Ich weiß nicht, ob wir von den komischen Felsen da drüben dann hinkommen können. Oh, das ist auch verdammt hoch.
könnte man auf das Ding da oben springen. Das könnte man nochmal probieren. Dahin? Ja. Nützt uns aber auch nichts. Ich weiß ja nicht, ob es. Also hin und wieder hat man es immer, dass man so einen Sprung macht. Also wenn es explizit bergauf geht, schon, aber auch so, dass man manchmal eben dann sich nicht zusätzlich nochmal abrollt. Wobei es ist natürlich auch schon eine ganz schöne Sprunghöhe hier. Also wäre eigentlich, sag mal, relativ unrealistisch, dass er das dann nicht machen sollte, aber wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das es explizit so einzugeben, das wäre natürlich nicht schlecht. Okay, wir sind tatsächlich mal gegen den Gegner gestorben. Aber wir sind noch nie bis jetzt so häufig an einer Stelle gestorben wie hier jetzt, aber na gut. So ist das halt. Sein. Also wir kommen dorthin auf und da aus bringt es uns nicht weiter. Ich weiß halt nicht, ob es da irgendwie wirklich eine Möglichkeit gibt. Aber irgendwie muss man ja da hinkommen. Wie schon gesagt, ich denke mal, also von dahin ist es auf jeden Fall viel zu weit. Du kommst von hier aus auf keinen Fall da hoch, um dann nochmal zu springen. Also jetzt hier drüben rauf oder so. Wenn man statt da oben genau da landen kann, aber von da aus kommt man auch nicht rüber, weil ich denke, da hat man dann einfach zu wenig Fläche, um überhaupt Anlauf zu nehmen. Ja, probieren sie es halt noch ein, zweimal oder so und dann geben wir es halt auf. Ah, klar, wenn jetzt nochmal so eine Trankscherbe oder so wäre, das wäre schon nicht schlecht. Wenn man die hätte. Wo ist da der beste Winkel? Dann kann man versuchen, hier halt ein bisschen eher schon zu springen, ne? So vielleicht. Hoppala. Er rollt sich immer drüber. Komplett, sobald man losgesprungen ist, alles loslassen. Stick, Sprungknopf und so weiter. Wirklich, dass der irgendwann mal weg ist, oder? Nein? Ach, rollt sich trotzdem ab. Ich würde gerne, dass wir ein bisschen weiter vorn landen würden mal. Oder dass er sich bergauf rollen kann, vielleicht dann doch nochmal von links springen statt von rechts. Auf jeden Fall nichts. Das war auf jeden Fall nichts, aber vielleicht noch ein bisschen weiter links landen. So, mal voll heilen hier. Vielleicht würde das irgendwas bringen. Hm.
Das war so ein bisschen die Überlegung. Naja, wir lassen es halt, denke ich mal, gut sein. Okay, also gehen wir nochmal hoch in diese Festung hier rein. Und schauen uns mal an, ob wir dort jetzt von unserer Seite aus doch noch irgendwo hinkommen können. Das ist, denke ich, runtergefallen, ne? Man kann, denke ich, grundlegend hier runterspringen. Sieht ein bisschen dunkel aus, aber gut. Genau, der mit Bogen hält am meisten aus. Na gut. Ja. High Ground, nicht vergessen. Wer oben steht, hat einen Nachteil. So. Was gut und schönes. Seele und einen Lebensstein. Secret. Und hier kann man offensichtlich mal eine Fackel oder sowas anzünden. Ah, hier ist eine Leiter. Okay. Hier wäre jetzt die Frage, sollte man jetzt erstmal hier... Oh, das sind wir doch schon... Okay, Junge, gib mal Ruhe. Also, das ist der Tote, der das hat. Giftiges Messer, was war das jetzt? Blutungsmesser. Keine Ahnung, was wir da jetzt bekommen haben. Ah, okay, nee, dann ist das jetzt, denke ich mal, auf jeden Fall schon optional. Wie kommen wir jetzt von hier aus wieder weg? Sieht mir ein bisschen hoch aus. Wie kostet so ein Heimkehrknochen? Die sind ziemlich teuer in dem Spiel. Na komm, wenn ich 1000 Seelen, das ist jetzt egal. Okay, man hat das schon mal erkundet, hoffe ich jetzt. Ich glaube nicht, dass wir von da aus jetzt direkt auf diese Brücke kamen. So, habe ich schon gesagt, wenn wir das Ding benutzen, das sehe ich jetzt mal nicht als tot. Sondern wir gehen jetzt mal hier lang. Da wird man sicherlich irgendwann mal noch hinkommen. Aber vielleicht müssen wir da noch irgendeinen Knopf oder irgendwas drücken, damit es dann weitergeht. Würdest du ja mal einen kleinen Yoga Flame oder was? Ah! Haha! Kleine Orangenblüte. Das ist eigentlich dein Problem. Ach, warst du der Fackelmann?
ist auf jeden Fall schon mal wieder Gegenstand. Also schön, dass wir mal wieder ein normales, neues Gebiet hier einfach erkunden können. Man geht so wieder dorthin. Vielleicht kommt man dann von da aus dorthin. Das weiß ich natürlich nicht, wo es zuerst hingehen sollte. Ist das jetzt wieder Gift, oder? Na, umsichtig schon. Okay, offensichtlich auch bei dem Fetten hier. Ach, machst du Gift? Ah, du machst Gift. Lass es regnen. Also lass mal kurz ein bisschen abschwellen hier. Vielleicht für Magier oder sowas relativ ungefährlich. Wir können da wahrscheinlich dann einfach hier. Also ein bisschen überrascht, dass man die möglicherweise nicht backsteppen kann. Ich will jetzt nicht tausendprozentig sagen, dass das so war. Aromaschlick. Was ist das denn alles? Aromaschlick. Haben wir schon viermal. Okay. Vorübergehend Magie. Was es alles gibt. Für ein kleiner Dom, Iglu oder was auch immer. Nee, kann man nicht reingreifen mal mit der Hand. Wenn das Ding nicht zugeht, dann weiß ich aber auch alles. Es geht nicht zu. Na gut. Er lebt nicht. Hier ist noch mal so ein Teil. Mehr Gegenstände. Da scheint irgendwie da lang zu gehen. Okay, aber hier kommen mal welche. Geht aber mal relativ schnell mit seiner Keule hier. Und die, wenn wir jetzt hier weiter dahinter gehen, genau das ist das, was wir schon gesehen hatten. Genau. Was macht denn hier mal Duck? Das ist irgendwo, was im echten Leben oder im Spiel, was mal Duck macht. Das ist ja verrückt. Hier ist jetzt dieses. Es hat ein Loch. Giftiges Moos. Grüne Blüte. Ich denke, giftiges Moos einfach zum Heilen, oder? Von diesem Seelensperr. Werden wir sicherlich nicht benutzen, aber gut. Naja, und dann kommen wir hier raus. Gut. Also ja, hier geht es halt über eine weitere Brücke oder da oben über eine noch größere Brücke, die mittendrin aufhört? Fragezeichen. Dann gehen wir erstmal über die kleinste Brücke. Ja, auf jeden Fall. Oh, zu viel einer. Ah, okay, das kann man gut. Scheint sich extrem viel auszuhalten. Bei Brücken. Okay. Brückenland. Ich habe keine
könnte es natürlich aber... Hallo? Achso, und das eine ist dieses Ding, ja, ja. Dann sieht es schon so aus, als ob wir irgendwann mal zu diesem Schloss rüber müssen, ne? Hm. Da wäre jetzt die Frage. Hier geht es jetzt natürlich noch weiter hoch. Hier. Ob das schon der Pfad dorthin ist oder erst da hinten? Hm. Gehen wir nochmal zurück und nochmal auf diesen anderen Berg dort. Vielleicht machen die Dinge auch dick. Da waren wir jetzt aber auch schon, oder? Nein. Ziehen. Da drin bleiben sollen, um was zu sehen. Aber das Ding hier hat sich nicht bewegt. Da hinten aus schießt es jetzt. Warst du gerade auch schon da? Na gut, das wissen wir jetzt nicht, weil wir waren jetzt noch nicht hier oben. Das gemacht hat. Das klang ja irgendwie wichtig. Achso, na gut, das kann natürlich sein. Ja, man hat, die Brücke war schon da und jetzt hat sie sich sozusagen das hier drüben geöffnet. Dann scheint das hier doch das Wichtigere zu sein? Fragezeichen. Aber wir wissen es halt nicht. Aber wir sind ja bei solchen Hebeln dann auch irgendwelche Leuchtfeuer mal oder sowas. Na gut, dann gehen wir halt doch erstmal dahin. So. Mehr Brücken. Na gut, das wird dann schon das sein, wo es wirklich weitergeht, oder? Das muss doch eigentlich so sein. Mehrere Höhlen, Brücken und Dings. Ja, also hier muss es, denke ich mal, auf jeden Fall weitergehen. Dann gehen wir jetzt halt doch erstmal den anderen Weg. Aber auf jeden Fall relativ weitläufig hier, sage ich mal. So, hier irgendwo ging es rein. Möglicherweise liegt jetzt hier ein Gegenstand, das war's. Nein, da kommt einer. Viele.
für uns. Die Gegner haben ja meistens unendlich viel Ausdauer. Also das Problem ist, dass sie halt unendlich lang rennen können. Aber hier ist eure Grenze. Aber man sollte da natürlich nicht den ersten Dings daneben feuern. Jojojojojojojo. Okay, ist trotzdem nochmal erwischt hier, aber. Mister, ich marschiere rückwärts. Ja, auf einmal haben sie Angst, ne? Trotz unserer erhöhten Haltbarkeitsausteilung hier scheint der Mann einiges auszuhalten. Das ist aber nicht schön. So. Na gut, also. Ich denke, wir haben gesehen, ich weiß nicht, ob das der wirklich identische war, den wir da vorher besiegt haben. Dass wir den auf jeden Fall backstabben konnten. Haben wir noch mehr von euch, oder? Ach, da kommen wir schon. Den konnten wir, denke ich, backstabben. Die Fat Vans dicken hier, denke ich, nicht. Die zwei Sichelboys hier. Aber den da hinten, wenn ich das richtig gesehen habe, konnte man backsteppen. Vielleicht macht das dann dort mehr Sinn. Ja, das ist ja dann. Findest du den Weg? Ja. Wenn wir uns erstmal nicht mit mehr hier hinten herumschlagen müssen, wäre das natürlich okay. Na, interessant. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal im Gebiet, wo es, sagen wir, doch ein bisschen herausfordernder wieder wird. Du hältst auch, bist auf jeden Fall nicht so stark, denke ich mal, gerüstet wie dieser andere Typ da. Den hier nochmal mit weg. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, dass da jetzt nicht von da drüben die dann kommen. Du hast natürlich keine Chance. Also die Triggerpoints scheinen ja, das haben wir ja vorhin gesehen, relativ nah beieinander zu liegen. Ich meine, gut, wenn man es dann weiß, dass irgendwelche Typen kommen.
Vielleicht muss man auch einfach nur schnell weg von hier aus der nächsten. Perspektive. Und dann klappt es schon. So, du warst jetzt irgendwie... auch nicht so viel mehr ausgehalten zu haben. Hm. Hast du da oben noch einer? Ja. Ist nur schlecht gewählt. Und dann geht's da doch dahin. Kann es überhaupt überleben? Hm. Die nächste Frage jetzt wegen diesem Gegenstand da. Na gut, wenn wir alles ausziehen, ich denke, das könnte den Fallschaden auch reduzieren. Aber es sieht für mich fast so aus, als ob es dort dann tatsächlich weitergeht. Hm. Aber man kauft sich ja diesen komischen Fallschaden-Reduktionsring früher oder später, weil wir den ja wahrscheinlich eh brauchen. Der war nicht ganz billig, aber ich denke, viel mehr wie 10.000 so wird er den wahrscheinlich auch nicht kosten. Ist halt ein Level-Up, aber ja. Na gut, aber das heißt, wir können natürlich auch nochmal die andere Geschichte hier uns ansehen. Ja, Jungs, mit irgendwelchen komischen Hampeleien kommen da halt auch nicht so weit. Das sah ja halt so wichtig aus mit dieser großen Brücke. Ich meine, kann natürlich sein, dass es ja dann trotzdem am Ende hier weitergeht. Hey. Schlüssel. Höhle oder Brücke? Na gut, Höhle. Ist jetzt ein Skelett oder so gesehen, ne? Oh, bist du wo ein Wiederaufsteher? Hä? Das war eine kleine Scherbe. Du bist ein Wiederaufsteher. War auch noch irgendwas anderes drin, aber ich weiß jetzt nicht was. Okay, dann erstmal da. Ah, interessant. Also jeder Stelle scheint es ja irgendwas Interessantes zu geben. Das ist echt so schön positioniert. Das ist ein schöner Angriff hier. Kommt dann irgendein großer Fels oder sowas von oben runter.
genau. Es macht es Sinn, den zu targeten, der am weitesten weg war. Natürlich. Giftiges Wurfmesser. Naja. Geht doch noch weiter, ha? Huh? Ah, da hinten ist noch mal. Ja, den Sprung können wir von hier aus nicht schaffen, gehe ich mal von aus. Oh, also hier will ich jetzt auch nicht unbedingt einfach so sterben, ehrlich gesagt. Ja, das war jetzt natürlich auch ein toller Disconnect. Hier kam gerade so ein Finstergeist rein, also ein Invasionstyp. Oder Frau, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das ist wirklich ein Riesengebiet hier. Totenkerker Schlüssel. Ich hoffe mal, das ist der, den wir dahin für das Leuchtfeuer brauchen. Und die können jetzt sowohl in die als auch in die Richtung gehen. Also hier diesen Sprung, das haben wir nicht noch gesehen, da haben wir nicht geschafft. Ja, also hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Sachen. Na schön, haben wir wenigstens was zum Erkunden. Wir haben jetzt schon mal einen Schlüssel. Du brichst doch bestimmt einfach zusammen, ne? Nein? Seht uns erstmal nicht. Moment, haben wir dich jetzt wirklich schon mal besiegt gehabt? Sind das jetzt die Plattform-Boys? Nö. Es sind nicht die Plattform-Boys, es ist das, wo er diesen Sprung machen kann. Ah. Wie ging es jetzt von hier aus zurück? Wir müssen quasi irgendwie eine Stufe zurück. Hier waren wir schon mal, sieht erstmal gut aus. Ah, über diese Brücke. Hm. Who are you? Ah, noch einer. I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. Hm. The cheeky prick. He won't know what hit him. Mhm. I am Crichton of Myra. Ah. I travel from land to land to hone my blade. Was ist der Pyramid? This land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way, but he was no more than a backstabbing knave. He took the first chance he had to try and off me. Mhm. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. Hmm. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. You be careful of him. Pate.
think he said. He wears this rather unusual ring. You'll know it when you see it. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker, so don't let him fool ya. Pate, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. Geh mal aus, das ist jetzt wahrscheinlich sein letzter. I'll find a common footpad and put an end to his roguery. Das letzte Semmel, was er so sagt. Kisten lernen. Yeah. Na gut. Wir könnten jetzt natürlich dann noch. Ist jetzt aber noch nicht gerastet. Ist eine Frage, ob wir das jetzt machen wollen. Das sind natürlich die Gegner wieder alle da. Weil so extrem viele haben wir jetzt, also das Wichtigste war eigentlich erstmal diesen ersten Bereich bis hierher zu kommen. Wobei ich natürlich auch dann doch gerne auch nochmal dieses andere sehen wollte und wir könnten uns vielleicht mal diesen Fallschadenring holen und uns dann mal auf dieses eine Ding da runterstürzen versuchen. Ob das wirklich was bringt, weiß ich jetzt. Also es ist jetzt auch kein extrem guter Gegenstand, aber wenn er halt so explizit dort platziert ist, gehe ich ja mal fast davon aus, dass man dort irgendwas Interessantes auch finden wird. Und das interessiert mich halt jetzt einfach. Unser Kerker. Na, mal sehen. Kein Bossgegner heute. Noch kein großes Titanit oder irgendwas. What's happened to you? You have that glint in your eyes. And the scent of one with quite the catalogue of sins. Oh, don't feel bad. I'm sure your mother's still proud. Ah, hier ist er doch. Absorbiert TP von Besiege hier, vielleicht auch nicht. Satisfied? I'll be around if you ever come back. Ich meine, wir wollen zwar jetzt nicht explizit, denke ich mal, sofort da runtergehen. Wenn man schon mal so einen Gegenstand finden kann, ne, warum dann eigentlich nicht? Mal so ein Steinchen. Kann man da so drauf landen? Na gut.
Also wir könnten jetzt noch mal probieren, dort hinten ranzukommen, aber wenn er diesen einen Sprung dann da schafft. Einmal probieren wir es noch. Wenn, müsste man vielleicht gleich versuchen, bis dahinter zu springen. Über das Ding scheint es offensichtlich nicht zu klappen. Ja. Gut, schon mal ein Leuchtfeuer hier gefunden. Dann können wir uns auch nochmal hier voll heilen, warum denn nicht? Ah, scheint dann auch wahrscheinlich das letzte Gebiet dann, also das letzte, aber auf jeden Fall dann nochmal ein späteres zu sein von denen, die wir jetzt hier vom Startgebiet aus noch haben. Es geht auch noch weiter runter. Okay, das geht nicht. Okay, na gut, aber wir haben auf jeden Fall schon mal diesen Weg hierhin gefunden. Leider keine interessanten Gegenstände hier, aber da kann man uns jetzt eigentlich auch gleich wieder dahin begeben. So. Also. Ja, um jetzt. Also ich würde jetzt halt gern mal noch diesen Sprung gleich wieder womit probieren. Okay, du bist jetzt auch weg. Ist ja in Ordnung. Das heißt aber, wenn ich mich recht entsinne, müssen wir jetzt hier zurück und dann natürlich nochmal durch diese komischen Bubis da durch. Dann da drüben noch mal hinzukommen. Naja, mal schauen. Ja. Okay, wenn man von der Seite kommt, kommen gleich mal sofort ein paar mehr Gegner. Das Ding haben wir ja immer noch ausgerichtet, sondern es ist die stärkere Axt. 300, ne? Oder irgendwie sowas. 304. Hm, ja. Achso, nee, wir müssen ja genau. Sollen wir gegen diese ganzen Typen da kämpfen? So, wir rennen gleich mal wieder ein bisschen zurück hier. Wir wollen auf jeden Fall nicht die alle auf einmal spawnen. Okay, weil es Counter-Attack reicht dann natürlich.
es jetzt nicht zu weit war. Schon, aber können wir mal ein, zwei Tränke hier einsetzen. Das ist jetzt nicht schlimm. Ja, wir wollen ja eigentlich auch nur das hier versuchen. Aber wir könnten... Naja, das ist ja Quatsch. Die Gegner explodiert hier. So. Okay, so ein Stein ist sicherlich nicht schlecht. Zeichen der Treue. Also ja, kein Mensch, was das macht. Zeichen der Treue. Okay, es sieht auf jeden Fall aus wie irgendein PvP-Item oder sowas, oder möglicherweise auch, wenn man jemand anderen hilft. Okay, na gut. Na gut, wir 5000. Und auf der anderen Seite ist... Da gibt es jetzt halt noch diese ganze Sache mit diesen Skeletten und ähnliches, ne? Ramponierte Hose hilft tatsächlich ein bisschen gegen Fluch, aber... Das ist ja ein anderer Helm auch. Na gut, können wir uns auf jeden Fall nochmal ransetzen. Level Up sind wir noch ein bisschen entfernt. 10.000 sind wir momentan ungefähr. Denke ich recht gut merken. Zählt nicht, sondern einfach mal aggressiv sein. Du bist doch bestimmt dieser neue Form von Necromancer, ne? Naja, schau mal. Ich weiß natürlich nicht, ob die jetzt nochmal wiederkommen, aber bis jetzt nicht. Bist du dann auch ein immer totbleibender oder könntest du wiederkommen? Vielleicht führt diese Höhle ja dann auch zu dem anderen Ausgang. Oder das da drüben. Und möglicherweise ist dann dieses Teilgebiet hier gar nicht mehr so riesig. Das ist ein anderes auf jeden Fall. Oder ist das die kleine Brücke, wo wir reinkamen und dieses Skelett gesehen hatten? Das könnte schon so sein. Ach ja, hier waren diese Typen drin. Genau.
Sind das so oben ein Gegenstand? Das ist das, wo man da, wo ich versucht hatte, runterzuspringen? Das ist, denke ich, noch weiter, oder? Vielleicht ist es das auch, ob man da diesen. Nee. Runterzuspringen haben wir versucht, da. Interessant, da gibt es noch was weiteres. Und da drüben gibt es immer noch diese Höhle. Müssen wir mal schauen, wie wir dort überhaupt hinkommen. Okay, aber wir haben schon mal den Rückweg dahin gefunden. Das ist nicht schlecht. Und ich denke, irgendwo gab es da noch einen weiteren Höhleneingang oder so. Ach ja. Hier kamen diese Typen dann irgendwie runtergejumpt. Hier muss es jetzt irgendwie das gegeben haben, wo unter uns jetzt ein Gegenstand ist. Ich weiß halt nicht genau wo. Also hier war es ja offensichtlich nicht. Und von da aus kann man ja praktisch auch nicht weiterspringen. Ich denke, da vorne ging es auch nicht weiter. Ach nee, da ging es noch um den Wasserfall herum, ne? Sah ich hier gerade einen Vorsprung? Ich sah gerade hier einen Vorsprung. Okay, dann wird er das wohl sein. Ich weiß nicht, ob man das von der anderen Seite aus erreichen soll, kann, muss. Also heute ist eine reine Sturzfolge irgendwie. Na, Grüße. Na gut. Es schießt schon wieder. Also von da hinten wahrscheinlich. Naja. So. Aber dann frage ich mich, wie man dorthin kommt. Ja, schon gesagt, wir haben gesehen von da oben aus, als wir runtergesprungen sind. Ich weiß nicht, ob man da drüben hinkommt. Hm. Ja, weil das ja verdammt weit zu springen. Um von dort sich einfach runterfallen zu lassen, ist man ja offensichtlich zu weit gefallen. Okay, den habe ich gerade noch gesehen. Na komm her. Du bist jetzt da drüben. Genau, und hier unten kommen wir ja jetzt natürlich um diesen Wasserfall irgendwie noch herum. Okay, damit kann ich auch mal leben. Sieht aus direkt dann gleich da. Nebelbahn.
Ja, von hier aus kommt man bestimmt dorthin, wo dann dieses Brückending dort ist. Muss natürlich mit 1 HP überleben. Okay. Die haben wir erstmal erledigt. Sieht nicht so aus, als ob ich hier runterspringen sollte. Das mal hinbekommen. Das hat man auch gesehen von der anderen Seite schon aus. Was haben wir hier? Flammenschmetterling. Ja, theoretisch könnte man hier mal ein Feuer anmachen. Also. Über diese kleinen Nebenausgänge. Ja. Normale Titanitscherbe, ne? Ja. Jetzt ist noch so ein bisschen, wie schon gesagt, die Frage, wie wir an den einen Gegenstand daran kommen. Und wir haben jetzt hier wahrscheinlich. Könnte schon ein Bosskampf sein, gefunden. Naja. Von der Tube oben. Ich weiß gar nicht, ob man da drüber auf diese Felsen überhaupt raufkommt. Das sieht halt immer so ein bisschen trügerisch dann unter Umständen aus, so ein Vorsprung hier. Denkt man dann von unten so, oh, ist ja gar kein Problem. Mal so runter, aber ich meine höchstens mit Back a Step hier. Rup. Vielleicht ist das besser, anstatt dann mit Vorwärtsmomentum dort runter zu fallen. Das können wir jetzt natürlich noch mal probieren. Achso, waren wir jetzt schon hier oben hier? Achso, nein. Das heißt, ja, wir werden diese Typen hier auf jeden Fall noch da sein. Okay, also offensichtlich kommt man von. Also weiß ich nicht, ob es eine spezielle Technik gibt. Aber mir ist das erstmal unklar, wie das funktionieren soll. Ja, und das andere wäre, man geht natürlich da oben rein. Tja. Was war jetzt der schnellste Weg nochmal? Jetzt weiß ich immer noch nicht, es gibt die andere Brücke zu diesem anderen Ding dahin, wo wir jetzt zuerst hingehen sollte. Ist gerade mal scheint ja irgendeine Art Pott oder so zu sein. Der hier irgendwie was ausstrahlt. Ja. Achso, ihr steht da wieder auf, aber ihr seid jetzt sofort besiegt. Okay. Und damit kann ich auch mal leben. Moment. Ich will noch irgendwas anderes wiedergeben. Hier hinten, ne? Genau.
das jetzt viel schneller ist wie der andere Weg. Wäre auch nicht, aber. Und dann würde ich sagen, schauen wir halt mal, was da drin jetzt ist. Die Rippenfürstin. Klingt ja durchaus wie etwas, was man... so kämpfen könnte. Räder, Mann. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Wahl war, aber... Wahrscheinlich? Durch unsere gute Rolle, denke ich mal. Noch mehr Rollräder? Wenn die erstmal weg sind. Haltet auch nicht extrem still aus. Ah, das wollte ich hier kriegen sie. Okay, dann mal schnell weg hier. Schnell weg. Spuckst. Das macht mir, denke ich, jetzt mehr Sinn. Weil sonst sind es einfach auch zu viele Gegner, ne, wenn die alle dann kommen. Die normale Skelettchen hier. Ein bisschen was aushalten, offensichtlich. Gut, dann werden wir direkt auf das Schild hier draufhauen. Von uns, ja, ne? So, schau, was du ausspuckst. Rippefürsten sehen.
Okay. Bringt uns das jetzt irgendwas? Oder ist es ein optionaler Boss? Kann natürlich auch sein. Also ich denke, dieser Drachen Reiter, also dieser Ordensteinreiter, ist auch optional bestimmt. Naja. Das heißt, Moment. Ich kann mal einen weiteren einen Punkt hinsetzen bei First Try. Noch einen mehr. Also ich sehe jetzt nicht, was man hier drin noch machen kann. Oh, ein Feuersprung. Ich meine, wir bekommen leider ein bisschen Erfahrung und so eine große Seele hier, ne? Das heißt dann aber wo, dass man, ja, wie man sich, wie ich es mir zumindest auch schon fast gedacht hatte, eben da in dieses Schloss da sicherlich hin muss, also eben über diese Brücke. Dann ist das hier hinten tatsächlich irgendwie optional. Es wäre halt wirklich schön, wenn wir wüssten, wie wir an das Ding da rankommen. Wir können mal sehen, wenn wir dann auf den Weg, jetzt bin ich so bescheuert, die Brücke ist ja da hinten, wenn wir da mal ganz oben sind, ob man von da rüber springen, aber das ist bestimmt zu weit. Na gut, nichtsdestotrotz. Das ist erstmal ein erfolgreicher Bosskampf hier. Weil ich denke, da hat man ja auch schon so ein bisschen gesehen, dass da die Lebenssteine da mal, doch schon mal so ein bisschen besser teilweise sind. Weil es halt schneller geht, sich damit zu heilen. Also, das heißt, es geht nicht schneller, man kann sich halt noch weiter bewegen und ist dann nicht so statisch, wenn man diese Flasche trinkt. Na gut. Das heißt aber, dann könnte man den anderen, na gut, man könnte entweder von hier oben wieder zurückgehen, hat man gesehen, kommen gleich sehr viele Gegner, oder man kann dann von unten wieder den Weg bestreiten. Na gut. Erstmal zurück nach Majula natürlich. Haben wir leider, denke ich, immer noch keine weiteren Dings hier gefunden. Schade. Bearer of the curse seeks, seek lest. Okay, jetzt nochmal aufsteigen. Vielleicht sogar zweimal. Ja, könnte knapp werden, aber könnte gerade so gehen. Ging sogar ein kleines bisschen auch noch abwärts dazu. Achso, das hätte sie uns ja wieder gesagt. Ja, na gut, also dann würde ich aber sagen, sollen wir das hier an der Stelle für heute dann nochmal wieder erreichen? Haben wir immerhin einen Boss dann am Ende noch besiegt. Und ja, der andere Weg wird dann halt wahrscheinlich dort, wo diese, über diese Brücke in dieses Schloss, wenn man es denn so nennen kann, dorthin führen. Und mal sehen, ob wir dort vielleicht möglicherweise dann auch diese, so eine zweite große Seele dann dort finden können. Ja, was natürlich heißen würde, dass nochmal ein weiterer Bosskampf kommen müsste. Aber gut, das werden wir uns natürlich dann auf jeden Fall ansehen und ja, wie schon gesagt, für heute sollen wir das dann erstmal an der Stelle erreichen. Wie schon gesagt, sind wir doch hier wieder ein bisschen vorangekommen. Also man kann natürlich auch sagen, es ist schon mal soweit, dieses Gebiet war jetzt doch auf den ersten Blick
würde ich sagen, fast ein bisschen verwirrend, aber wir haben jetzt, denke ich, unsere Wege darum gefunden und wir müssen, denke ich, so ziemlich alles aufgedeckt haben. Es ist halt noch ein bisschen schade, dass ich jetzt noch nicht weiß, wie wir auf den Vorsprung kommen. Wir gehen jetzt nochmal Richtung dieses Schlosses dort. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir kamen, denke ich, dort an, da war links neben uns nochmal ein riesiger Berg nach oben. Also ich glaube nicht unbedingt, dass wir so dorthin kamen. Aber mit diesem Backstep hat es jetzt auch nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob wir da einfach einen anderen Winkel brauchen oder irgendwie, was da der genaue Trick ist. Ja, ist ein bisschen schade. Wer weiß, vielleicht ist nochmal so eine Estus-Scherbe oder so. Ich meine, momentan haben wir unsere HP hier schon runtergezogen auf 80% bestimmt und dann sind nichts wirklich anderes zu verlieren. Also wir könnten es natürlich einfach noch ein paar Mal probieren, uns da in den Tod zu stürzen. Andererseits, da ist es jetzt halt für die Statistik ein bisschen blöd, wenn wir am Ende sagen, wir sind 300 Mal gestorben und 150 Mal davon war jetzt in dieses bescheuerte Loch da, dann ist natürlich auch ein bisschen albern. Na gut, ich würde mal sagen, also ich weiß noch nicht ganz genau, ich denke mal, morgen will ich vielleicht mal noch was anderes spielen, aber übermorgen im großen Stream wird es dann halt auf jeden Fall nochmal Dark Souls 2 geben. Naja, von daher würde ich sagen, erstmal soweit. Bis dahin.